jetzt wird der Livestream tatsächlich gestartet, obwohl wir schon gesagt haben, dass es das passiert hat. Erst wenn wir sitzen, dann starten Sie so ganz ruhig. Also Seja, bitte. Hallo, mein Name ist Seja Gürbitz. Heute werde ich das Thema Robo-Advisor präsentieren mit schlechte Zeiten. Kann ich nochmal anfangen? Das Lied läuft, was auch immer wir machen. Das können wir überstolpern. Ja, Sie aber natürlich. Mein Name ist Seja Gürbitz. Ich studiere den Master Business Application an der Hochschule Furtwangen. Ich begrüße Sie heute zu meiner Thesispräsentation mit dem Titel Robo-Advisor, schlechte Zeiten für Fondsmanager und Vermögensverwalter. Zunächst einmal möchte ich einen kurzen Überblick geben, was Sie heute in der Präsentation erwartet. Im ersten Punkt werde ich das Ziel dieser Arbeit vorstellen und die Entwicklung der Finanzbranche seit der Digitalisierung. Als nächstes möchte ich eine Einführung in das Bankwesen und auf die wichtigsten Anlageprodukte geben. Dann werde ich den Kern dieser Arbeit, den Robo-Advisor, vorstellen. Im vierten Abschnitt behandle ich die Auswirkungen auf den klassischen Anlagenberater. Der fünfte Punkt behandelt die im Rahmen durchgeführte Umfrage. Diese Umfrage werde ich aber bei dieser Präsentation nicht durchgehen, aber ich werde einige Fragen vorstellen, die ich eben gestellt hatte. Der letzte Abschnitt handelt von dieser Thesis und gibt einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Hat das jetzt gestartet? Bitte? Wollten Sie nicht nochmal gucken, ob das funktioniert hat? Oder? Naja, also wie gesagt, das Stream läuft, das ist jetzt gestreamt worden, das kann man jetzt natürlich abbrechen. Wenn Sie das wollen, mache ich das. Ja. Okay. Wollen Sie das? Dann kann ich das nur nochmals neu aussetzen. Nee, ob das jetzt funktioniert, wollte ich jetzt aber mit dem Ton. Aber jetzt würde man davon ausgehen, dass das funktioniert. Das hat bis dorthin geklappt. Ist jetzt aber die typische Situation beim ersten Stream. Man kriegt nirgendwo hin, das Licht zu sehen, das läuft. Wir haben auch jetzt dort niemand sitzen. Das würde jetzt aber nur durch Ladestand leer, Mikro oder Maschine unterbrochen werden. Ansonsten läuft das jetzt. Okay. Bitte das Publikum auch Verständnis. Also das Ziel dieser Arbeit war es, die verschiedenen Bereiche der Digitalisierung in der Finanzsektor zu betrachten. Außerdem wurden neue Formen von Vermögensanlagen gezeigt und wie die Arbeit der klassischen Berater sich verändert hat. Bisher liefen Beratungen von Mensch zu Mensch und sehr klassisch ab und in einer Bank. Doch der klassische Berater bekommt zunehmend Konkurrenz durch die Digitalisierung im Bankwesen. Und im letzten ein weiteres Ziel war noch die Befragung und Auswertung von Robo-Advice-Anbietern, wie sie die Zukunft der Robo-Advice-Anbieter sehen und ob sie und die Entwicklung, wie sich das Ganze entwickeln wird. Nun kommen wir zur Einführung in das Bankwesen. Ich möchte kurz in die Historie des Bankwesens eingehen. Begonnen hat das Ganze in Italien im 11. und 12. Jahrhundert. Die ersten Bankgeschäfte fanden auf offener Straße statt. Dabei saßen die Geldwechsler auf Banchi. Banchi ist das italienische Wort für eine Bank. Daher kommt auch das Wort Bank. Banchi. Zwischen 12. und 15. Jahrhundert wurden die Geschäfte der Banken im Mittelmeerraum ausgeweitet. Und Anfang des 15. Jahrhunderts wurde in Italien die ersten Banken für einfache Leute Monte dei Paschi di Siena gegründet. Sie existiert bis heute noch und ist somit die älteste Bank der Welt. Auch früher gab es schon Finanzkrisen, denn im 17. Jahrhundert wurde für mehrere Jahre die holländische Wirtschaft gelähmt. Die Tulpenkrise ging als erster
Finanzkrise damals. Und es war ein unübertroffener Börsencrash. Nun, heutige Banken bieten viel mehr als nur Geldwechsel und Kredite an. Diese werden in drei Geschäftsbereiche unterteilt. Das ist einmal Geschäftsbank, dann Investmentbanken und Universalbanken. Wie man in der Tabelle sieht, sind Volksbanken und Sparkassen, sie betreiben nur Geschäftsbanken. Und die Großbanken wie Deutsche Bank und die zweitgrößte Bank, die Commerzbank, findet man in allen drei Geschäftsbereichen. Und somit hat eben jede Bank seine eigene Geschäftsfelder. Nun kommen wir zu den beliebtesten und meist eingesetzten Anlageprodukten. Das ist die ETF. ETF steht für Exchange Traded Funds und wird übersetzt mit börslich gehandelte Fonds. ETF sind Wertpapiere, die sich 1:1 zu einem Index bewegen und ihn dann eben abbilden. Dort sind beispielsweise DAX, die deutsche Aktienindex, da sind die 30 größten Aktiengesellschaften vertreten, die wie zum Beispiel Bayer, dann Daimler oder Adidas. Und wenn man in den DAX investieren möchte, muss man eben in einzelne Unternehmen investieren. In der Abbildung sieht man DAX die blauen und DAX-ETFs die gelb-orangenen. ETFs werden wie Aktien auch täglich börsengehandelt und sie sind passiv gehandeltes Produkt. Also der Fondsmanager betreibt hier kein Stockpicking. Die Anpassung wird ausschließlich über Computersysteme dann übernommen. Und diese machen das dann automatisch. Man hat eine starke Nachfrage zurzeit und damit resultiert eben auch ein starkes, stetiges Wachstum. Anhand dieser Abbildung, die die Deutsche Bank veröffentlicht hat, sieht man, dass der Markt für ETFs exponentiell gestiegen sind. Wie man erkennen kann, waren 2003 nur weniger als 300 ETFs notiert und heute sind es nahezu das 20-fache handelbar. Und dies zeigt, wie wichtig die Anlageform international an Bedeutung ist. Wie schon vorhin erwähnt, bilden die ETFs verschiedene Indizes ab. Darunter gehören Aktien-ETFs, wo zum Beispiel der DAX, der deutsche Aktienindex, der amerikanische Dow Jones und der japanische Nikkei abgebildet werden. Des Weiteren gibt es noch die Anleihen-ETFs, darunter fallen die Rentenfonds und Unternehmensanleihen. Und dann gibt es noch den sogenannten Geldmarkt-ETF, wo Währungen ab sind Energieprodukte, Agrarprodukte und Edelmetalle wie Gold und Silber enthalten, wo man investieren kann. Als nächstes möchte ich auf sogenannte Fintechs eingehen. Sind eben Innovationstreiber, die neue und moderne Technologie entwickelt haben. Sie sind sehr erfolgreich und nehmen den herkömmlichen Banken auch immer mehr Marktanteile ab. Außerdem bieten sie den Kunden über das Internet oder über Apps einige Vorteile. Dies ist beispielsweise, sie haben einen einfachen Zugang zu der Webseite. Dann haben sie eine Benutzeroberfläche und eine leicht bedienbare Webseite. Dann bieten sie Transparenz oder Automatisierung. Ich brauche quasi den klassischen Berater nicht. Es wird alles vollautomatisiert durchgeführt.
Dann lassen sich auch Fintechs in 4 große Segmente aufteilen. Diese sind Finanzierung, Versicherung, Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung. Und wie viele schon von Ihnen gehört haben, also Sie haben bestimmt das Bezahlverfahren PayPal schon öfters mal gehört. Das ist auch ein Fintech. Aber heute werde ich die innovative Softwarelösung, wie schon vorhin erwähnt, RoboAdvice vorstellen. Sie bieten Plattformen an, auf denen man bei Geldentscheidungen unterstützt wird. Der Anleger muss dort zum Beispiel den Alter, den gewünschten Betrag und Anlagedauer über einen Online-Fragebogen bekannt machen. Auf Basis dieser Daten ermittelt dann das System Anlageentscheidungen, also den passenden. Dann kommen wir zur Wichtigkeit zur Innovation in der Finanzbranche. In der Finanzbranche muss man innovativ sein, um mit dem Markt Schritt zu halten. Hier lässt sich die Entwicklung von digitalen Innovationen in 5 Phasen einteilen. Und das hat sich eben vom frühen 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre erstreckt. In erster Phase waren die Kunden ausschließlich persönlich mit Bankangestellten in Verbindung und das lief, die Arbeit war dann auf papierbasierte Kontoführung, also man hat alles papierbasiert gemacht. Der nächste Meilenstein wurde auch in einer Filiale die Beratung durchführen. Dann in der dritten Phase hatte man auch einen persönlichen Kontakt mit Bankangestellten in einer Filiale, aber da wurde eben PCs mit lokaler Intelligenz und Electronic Banking eingeführt. Und in der vierten Phase erkennt man einen deutlichen Rückgang in der Filiale, was eben auch dazu geführt hat, dass viele von zu Hause aus Online-Banking hatten. Also sie konnten auf webbasierte Portale zugreifen und des Weiteren hatten sie noch Electronic Banking. Und zur heutigen Zeit gibt es eben die Filialberatung in Verbindung mit Multikanal-Interaktionen. Diese werde ich jetzt auch vorstellen. Nun, wenn man früher Geld anlegen wollte, war man gezwungen, in eine Bank zu gehen und sich persönlich beraten zu lassen. Heute können dies die sogenannten Algorithmen übernehmen. Dies sind Robo-Advisors. Der Begriff setzt sich aus Robo und Advisor zusammen. Und heißt bedeutet eigentlich, man sagt auch digitale Vermögensverwalter. Das ist die automatisierte Berater. Und die Beratung wird jetzt nicht mehr von einer Einzelperson übernommen, sondern die Beratung läuft dann quasi automatisch ab. Sie bieten eben Anlagelösungen, Anlagevorschläge, in denen man investieren kann. Hauptsächlich ist es so, dass man bei RoboAdvisor in ETF-Anlagelösungen investiert. Und in Deutschland gibt es aktuell mehr als 20 Anbieter, die RoboAdvisor betreiben. Außerdem werden die Robo-Advice-Systeme auch in 3 verschiedene Service-Tiefen unterteilt. Diese sind Self-Service, Half-Service und Full-Service. Im Self-Service geben die Robos ausschließlich nur Vorschläge und Empfehlungen. Man investiert dann in Eigenverantwortung. Diese Variante ist besonders gut für Anleger gedacht, die sich mit ETFs gut auskennen. Und zu den Self-Service gehören die Anleger, also die Anbieter, für die Self-Service betreiben, ist die Comdirect, Just ETF und Moneyfilter. Beim Half-Service ist es so, dass vom Robo-Advisor die Anlagevorschläge für
Depot unterbreitet wird. Der Kunde muss aber zuerst zustimmen und dann kann er eben diese kaufen. Zu den Anbietern gehören die, wie beispielsweise Easyfolio, Ginmon und Grownie. Und das Spannende ist eigentlich Full Service. Dort wird aus dem Gleichgewicht gerät. Machen wir ein Beispiel. Das haben wir zuvor erwähnt, DK, DAX und Dow Jones. Wenn der Algorithmus feststellen kann, mit dem Euro, also mit dem deutschen Börse geht es bergab aufgrund irgendwelcher Ursachen, dann würde der Full Service bedeuten, der Algorithmus nimmt dafür, wenn jetzt Dow Jones nach unten geht, mehr Dow Jones Produkte gibt ins Portfolio. Genau, der überprüft dann eben und sorgt dann selber dafür. Genau, er sorgt für den Ausgleich. Bei Self-Service und Halb-Service muss ich das selber machen. Genau, das, da muss ich zuerst zustimmen und bei Self-Service bin ich sowieso in Eigenverantwortung. Genau, und bei Full-Service wird das komplett übernommen. Ich muss mich quasi auf gar nichts kümmern. Diese Variante ist auch für Anleger gut, die sich eben gar nicht auskennen. Ja. Und die wenig Zeit einfach investieren möchten. Genau. Also das ist eigentlich der richtige. Genau, das ist der richtige. Aber das Ginmon und Comdirect, die zählen auch zu Robo-Advice-Anbietern. Und Beispiele hierfür ist Scalable Capital, dann Fintego und Vamo. Es gibt natürlich noch weitere, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Und da gibt es noch, genau, auf die kommt man dann über Webseite oder Apps, kann man dann auf die zugreifen und sich dann auch informieren über die Webseite, je nachdem, auf wie ich mein Geld anlegen möchte. Ja. Dann bieten die Robo-Advisoren auch einige Vorteile mit sich mit und auch natürlich Nachteile. Der erste Punkt ist die Sicherheit, also die, denn bei einer Insolvenz wird die Geldanlage dann in einer Partnerbank deponiert und genau, das ist dann quasi, wenn das eben auftreten würde, es ist sicher also und wenn die Firma diesen Robotpreis anbietet, werden sie in einer genau, das wird nämlich dann eben gesichert. Dann sind sie kostengünstig, was eben auch ein weiterer Vorteil ist. Und außerdem ist noch, darüber hinaus können auch schon geringe Anlagesummen investiert werden. Ich kann mit 10 Euro, mit 0 Euro schon anfangen und investieren. Aber es gibt auch Robo-Advisor-Anbieter, die schon mit 10.000 Euro erst beginnen können. Und dann hat man noch eine Transparenz. Ich kann jederzeit auf meine Geldanlage zugreifen, also 24 Stunden lang kann ich überwachen, was da passiert. Darüber hinaus hat man auch, wie bei einer klassischen Berater, hat man keine, die können mir nicht falsches Produkt verkaufen. Ja. Dort werden eben Anlagefehlern reduziert, weil der Robo-Advisor keine emotionalen. Also, wenn vorausgesetzt, er ist richtig programmiert, dann könnte man das natürlich Potenzial sehen, dass auch er primär das, wovon die Firma profitiert, entgeht, was er bei klassischen Beratern häufig der Fall ist, verkauft dem Kunden das, wo ich auch die richtige Provision bekomme. Dann würde man jetzt dem Robo unterstellen, er denkt nicht so. Mechanismus. Okay? Und die persönliche Prägung spielt auch keine Rolle. Der Robo-Advisor kommt wieder auf die Idee, mit dem selben Nase hin. Oder so wie der Augen gezogen ist, verkaufe ich das nicht. Aber so, was meinst du? Okay, genau.
Natürlich bringen sie auch Nachteile mit sich mit. Man wünscht sich eben, manche Kunden wünschen sich, vor allem die Älteren, die möchten eine persönliche Beratung haben, wo sie genau investieren möchten, sie wissen. Und da fehlt es eben noch an, noch genau. Jetzt könnte man sagen, aber vielleicht Stand heute, jetzt wenn ich an KI denke, und das ist ja ohnehin schon Einrichtungen gibt, wo ich gar nicht einfach feststellen kann, ist das ein Automat, mit dem ich was spreche, oder ist der so gut, dass ich das gar nicht feststellen kann, und ist es tatsächlich ein Mensch, da ist ja auch so viel Körper, dass die Entwicklung weitergeht. Die Entwicklung wird weitergehen, aber die... Genau, die Menschen werden sich eben, die trauen sich eben aktuell nicht, weil sie suchen dann, weil sie ja schon früher schon die Erfahrung gesammelt haben, mit einem persönlichen Berater zu kommunizieren. Und das suchen sie dann eben auch, weil das fehlt dann ihnen auch. Was zusätzlich noch erschwerend ist, dass Robo-Advice-Systeme noch sehr jung sind und keine Unternehmenshistorie nachweisen. Dann möchte ich Deutschland und andere Länder vergleichen, wie das aktuell in Deutschland aussieht. Die ersten deutschen Anbieter waren Quirion und Sutorbank, und die eine automatisierte Anlageberatung ins Leben gerufen haben. Das haben sie im Jahr 2013 wurde das eingesetzt. Dann wird der Markt aktuell auf 1,49 Milliarden Euro geschätzt in Deutschland. Und man erwartet ein monatliches Wachstum von 150 bis 200.000 Millionen Euro. Und die Experten erwarten bis Jahresende voraussichtlich 3,2 Milliarden Euro. Und hier in der Abbildung sieht man die fünf größten Anbieter, die eben das erfolgreich aktuell betreiben. Okay. Und scalable. Ganz kurz, jetzt haben wir da absolute Zahlen. Was würden Sie denn sagen? Sind das große Zahlen? Sind das kleine Zahlen? Das werden wir jetzt in der nächsten Folie sehen, weil ich werde jetzt einen direkten Vergleich mit anderen Ländern machen, und da sieht man, dass es wirklich eigentlich sehr klein ist. Also aktuell wird es circa 224 Milliarden US-Dollar weltweit betrieben, also davon sind circa 182 Milliarden Euro in den USA, die eben jetzt aktuell verwalten, und bis Ende des Jahres soll es in den USA 241.000 Euro Millionen Euro sein. Und in Deutschland haben wir, soll es erst, also haben wir aktuell 3.000 Millionen Euro. Und das ist wirklich ein Bruchteil, wenn man so das betrachtet. Ja, also verglichen mit anderen Ländern sieht man das in kleinen Zahlen. Und wenn man das jetzt mit anderen Kapitalgrößen, die an der Börse sonst gehandelt werden, und mit Marktvolumen und weniger Vergleich, dann stellt man auch mal fest, dass es insgesamt sogar sehr kleine Zahlen sind. Also an der Börse mit anderen Produkten mit erheblich mehr Kapital gehandelt, transferiert, hingesetzt, wie auf diesem Markt, den wir hier betrachten. Absolut betrachtet und personalisiert wird man solche breiten Geld. Volkswirtschaftlich relevant, aber verglichen mit dem, was sonst in der Wirtschaft rumgeschoben wird, ist es vergleichsweise gering. Es ist in der Entwicklung. Ja. Genau, und die Prognose zeigt eben, dass es in den nächsten Jahren sehr steigen wird. Jetzt ist es wichtig zu wissen, wie ein Anlageberater aktuell arbeitet. Und ob sie eben auch Auswirkungen haben werden durch diese automatisierte Algorithmen. Dabei unterscheidet man zwischen einem Anlagevermittler und einem Anlageberater. Der Anlagevermittler, die Hauptaufgabe eines Anlagevermittlers ist es, die Feststellung der Erfahrung des Kunden hinsichtlich Kenntnisse und Risiken eines Produkts.
Und beim Berater, hier darf nicht das Produkt im Mittelpunkt stehen, sondern die Ziele und Bedürfnisse müssen dann eben festgehalten werden, was der Kunde eben, wo er eben investieren möchte. Und ein Berater kann zwar immer Vermittler sein, aber ein Vermittler nie ein Berater. Doch wie läuft ein Beratungsgespräch ab? Das ist halt, man hat 7 Punkte, die man durchgehen muss. Und bei einem Robo-Advisor-Anbieter ist es so, dass man das einfach über die Webseite ausfüllt und es funktioniert dann relativ schnell. Im ersten Punkt macht man eine Anfrage und man hat noch einen Erstkontakt über, man macht es per E-Mail oder man geht persönlich hin. Dann findet im zweiten Punkt das erste Beratungsgespräch. Da wird diskutiert, wo man eben das Geld, wie man eben das Geld anlegen möchte. Dann im dritten Punkt findet der Berater, dann stellt er eben ein Produkt vor und erstellt ein Konzept. Danach überlegt sich der Kunde einen Tag danach oder eine Woche danach, ob er überhaupt das dort anlegen möchte. Und im vierten Punkt, wenn der Kunde sich dann entscheidet, dort anzulegen, findet dann ein zweites Beratungsgespräch ab und dort wird wieder diskutiert. Und da kann man auch noch entscheiden, ob man sich für anderes, ob man was anderes investieren möchte oder nicht. Dann gibt es im fünften Punkt eine Bedenkzeit. Und im sechsten Punkt findet dann der Unterschriftstermin statt. Aber da kann man auch sagen, ob ich das machen möchte oder nicht, kann ich dann immer noch entscheiden. Und im siebten Punkt ist es dann endgültig entschieden und man hat die Annahme der Beitrittserklärung. Das läuft dann eben so ab, der klassische Anlageberater. Nun kommen wir zu dem Thema, da wo der Fokus lag, ob der klassische Berater bedroht ist. Das allgemeine Bankgeschäft wird aktuell ziemlich durchgewirbelt. Durch die Digitalisierung schließen viele Banken ihre Filialen. Das liegt nicht nur an Robo-Advisor-Systemen, sondern allgemein durch die Digitalisierung. Deutsche Bank will 3000 Stellen streichen und die Filialen von 723 auf 535 verkleinern. Genauso der zweitgrößte Bank, Commerzbank, will von 1200 Stellen auf 1050 reduzieren. Und genauso folgen auch diesem Trend die kleine und kleinere Banken. Und als nächstes möchte ich eine Grafik zeigen, wie sich der Filialrückbau in Deutschland von 2000 bis 2015 sich entwickelt hat. Und da sieht man, eigentlich sollte es sein, die gestrichelten Punkte fortgesetzt werden, aber das ist eben massiv dann eben schnell runtergegangen, genau. Und man hat sich eben früher nicht so viel Gedanken gemacht und jetzt hat man eben ein Interview geführt und da hat sich eben festgestellt, dass dass durchschnittlich der Kunde einmal pro Jahr in eine Filiale geht und sich aber 108 Mal sich einloggt über die Portale. Genau, das genauso die Überweisungen beispielsweise, die laufen alles digital ab. Und der Trend geht eben darin, einen festen Berater vor Ort zu finden, dass es eben immer schwieriger sein wird. Und heute bieten viele Banken auch Online-Beratungen per Live-Schaltungen an und das wird auch auf Dauer nicht mehr reichen. Nun ist der klassische Anlageberater bedroht, kommen wir zu der Frage.
Derzeit ist der klassische Anlage nicht betreut. Das Robo-Advice-System ist ein zusätzliches Werkzeug der Digitalisierung. Und aktuell gibt es auch Robo-Advice-Anbieter, die beides parallel durchführen. Die bieten Beratung an und man kann das dann eben vollautomatisiert durchführen. Und diese Instrumente sollten eben diese Anlageberater dann auch nutzen. Und man sieht auch eine Kommunikationsintensivierung durch Verbindung mit Apps und Webseiten. Genau, und die Zukunft ist eben so, dass die Integration, dass man eben Sprachassistenten integrieren wird. Genau, dann braucht man ja schon über die Handy-Integration mit dem Robo-Advice. Genau. Aktuell ist es zwar noch nicht durchgesetzt, aber das wird jetzt, denke ich, nicht, dass es lange dauern wird. Dann habe ich im Rahmen dieser Thesis einen Fragekatalog erstellt und 23 Robo-Advice-Anbieter in Deutschland gebeten, an der Fragebogen teilzunehmen. Dabei hatte ich 13 Fragen gestellt und insgesamt haben leider von 22 Anbietern nur 4 den Fragebogen ausgefüllt. Und die Auswertung werde ich dann online stellen. Das können Sie dann, falls sich jemand interessieren sollte, kann sich dann genauer die Fragen. Genau. Das entspricht gerade bei mir 17% der Teil. Also das geht eigentlich noch, aber genau. Dann Schlussbetrachtung. Robo-Advisor ist ein sehr interessantes Gebiet der Anlagemöglichkeit. Sie bieten einige Vorteile bezüglich der Kosten. Die sind sehr gering, also ETFs sind sehr, sehr gering. Und der klassische Berater ist aktuell nicht wegzudenken, aber sie müssen eben zusammenarbeiten. Ja. Haben Sie noch Fragen? Ja, sehr. Gehen Sie mal an den Anfang zurück. Sie haben, ich glaube, auf der 3. Juli haben Sie so eine historische Darstellung. Ja, also ganz am Anfang noch eine davor, das hier dann. Genau. Schreiben Sie gleich zurück, bis ins 11. Jahrhundert, vorher gab es keine Banken, gab ja auch fast keine. Mit den Münzen stimmt das nicht so ganz, die erreichen noch weiter zurück, aber dass es dort Institutionen gab, die sich damit beschäftigt haben, war neu. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, dass man sieht, so ungefähr muss das damals gelebt haben, wie heute bezüglich der digitalen Münze. Ist das ungefähr genauso exotisch gewesen wie das, was man heute in digitales Geld hört? Hat an sich auch keinen Wert, ist ein Stück Metall, Bronze, Kupfer, wie auch immer. Was soll das wert sein? Und wenn Sie die nächste Folie nehmen, dann sieht es ganz ordentlich was draus geworden. Und auf diesem Handelsgegenstand sind ganz ordentliche real physische Gebäude gebaut worden. Und dann, das haben Sie ja noch eine Folie, wo man Firmen sieht. Das ist eine prosperierende wirtschaftliche Landschaft. Ich glaube, das ist bei digitalen Währungen heute ähnlich exotisch, aber man kann erahnen, da wird sich was entwickeln. Also sieht man hier recht gut. Jetzt noch eine Frage, wie ich das richtig verstanden habe. Sie mal, ich glaube, das war auf der Seite 7. Stockpicking wird nicht gemacht. Ich glaube, hier haben wir es, die 4. Falle. Genau. Es sind massiv gehandelte Produkte, Fondsmanager betreibt kein Stockpicking. Was wäre aktiv gehandeltes Produkt? Weil Handeln selber sieht ja schon so aus, vom Wording her, das ist eine Aktivität. Wenn ich handle,
Objekt bin ich eigentlich? Das ist das passiv Gehandelte. Aktiv gehandelt wäre ja so wie die Aktien, also. Da muss ich genau für die Aktien entscheiden. Ich investiere die Teilnehmer, muss ich dann kaufen. Jetzt logisch aber, also auch das Handeln selber, ich muss mich entscheiden, muss kaufen, ist ja bei den ETFs, die sind dort immer ein bisschen auch dabei. Wieso ist jetzt das Kaufen eines ETFs passives Handeln? Wieso ist bei einer Benz-Aktie kaufen ein aktives Handeln? Weil sie ja bestimmte Titel dann raussuchen. Bei Stock, also beim Passiven und bei Aktiven ist es ja so, dass sie dann direkt das dann kaufen. Also Daimler-Aktie kaufen ist direkt kaufen. Genau, sie sind ja dann aktiv. Sie interessieren sich okay. Ja direkt an diese Aktie. An Daimler dann. Ja. Und das ist ja dann die DAX allgemein, also wenn sie direkt kaufen und passiv ist ja eben, wenn Sie nicht für die Firma entscheiden, sondern für die 30 größten, genau. Okay. Und wenn ich so ein Gesamtprodukt habe, so ein ganzes Bündel, und für jede einzelne Firma entscheide, dann ist es passiv. Mache ich kein Stockpicking, das genau. Genau. Okay. Folie 13. Ich glaube, ich kann noch was Interessantes feststellen. Ja, was? Genau, bei den Innovationen. Sie haben hier fünf Phasen. Schreiben in der Phase 1 persönlicher Kontakt. Irgendwo mal kommt dann in einer Folgephase persönlicher Kontakt und Robotadvisor. Also kann man auch hier generell sagen, dass was in der Finanzbranche neu dazukommt, ist nicht immer verdrängend für anderes, sondern es kommt additiv zusätzlich dazu. Genau. Wobei es nicht unbedingt eine Garantie ist für die Firma, sondern haben wir schon so mitgeführt, wir werden weitergeschrieben, sondern da gibt es schon mehr Reduktion unter Umständen, aber es ist nicht die komplette Verdrängung. Das ist keine Verdrängung, sondern was eben zusätzlich gekommen ist. Die Entwicklung dann, was eben, das wird sich noch in andere Phasen dann noch, da kommen dann eben noch andere Phasen dazu. Okay, gut. Also, jetzt wäre natürlich, man sieht jetzt hier bei Ihrem Vortrag den Zusammenhang zwischen Robotweise und BGS. Wäre es nicht generell interessant, dass Robotweise mehr machen? Bei ihrer Anlageberatung, auch Gold, Silber, Commodities, was weiß ich, die sind ja außen vor. Was würden Sie sagen, warum setzen denn diese Robotadvisor ausschließlich auf ETFs? Weil sie eben kostengünstig sind, die ETFs, und unter 1% eben. Und deshalb machen viele auch, setzen sie halt in den ETF ein. Das ist aber rein die Sicht durch die Brille des Kunden. Für den ist es kostengünstig, das bietet nicht an. Aus Sicht der Banken gibt es halt auch einen Grund, warum die Banken sagen, ja, wir machen nichts anderes, also Anlageberatung in der Industriemetalle oder Schmuckmetalle, die müssten sich ja eigentlich für solche Anleger auch orientieren, weil es ja auch dort Marktphänomene gibt und man sagt, das wird immer bestandbar. Schmuck wird immer gekauft werden. So wie Inder und Chinesen wissen, die alleine würden schon reichen, Silber- und Goldpreise zu verhalten. Und die machen Hochzeitsgeschenke, Silber wird im Haushalt, wird immer gekauft und ausreichen. Industrie genauso, im Zusammenhang mit Katalysatoren, Stichwort Display, braucht man auch bestimmte Metalle, sonst kann man diese Auspuffanlage gar nicht bauen oder die Handys und Laptops nicht bauen, seltene Erden. Also, hier ist Ihre Antwort, weil das preisgünstig ist, das Thema F, zu humanistisch. Die Robo-Advisor ausschließlich kundenfreundlich günstige
da haben Sie nichts gefunden, warum die kein Goldbeziehung beraten haben und anlegen. Immobilien wäre ja auch etwas. Diese Anbieter greifen ja auch, viele bieten ja auch Immobilien-ETFs an. Oder Rentenfonds, diese das bieten sie ja auch, aber das ist dann eben als ETF. Genau. Okay, also so wird ein Schuh draus, denke ich, weil auch Commodities, also diese Edelmetalle, gibt es, glaube ich, auch als ETF erbracht. Und wenn das dann darüber zu handeln wird, wird man sagen, wenn der auch gebracht wird. Okay? Also das heißt ja gerade so, die ETFs sind das verheißungsvolle Land, gibt es da gar keine Risiken, kann man sich jetzt dort wirklich darauf verlassen oder muss nicht der Kunde stets kritisch bleiben, so etwas wie Finanzkrise, ist damit ja, wenn, also es gibt ja aktuell, gibt es ja schon die Finanzkrise, aber aktuell gibt es ja die Finanzkrise nicht, deshalb kann man jetzt nicht beurteilen, wie das dann eben sein wird. Marktrisiko wird zwar da sein, aber wie das dann in die Zukunft gehen wird, wird sich dann eben feststellen. Was dort passieren kann, bis man in die Zukunft natürlich nicht schauen. Sie haben auch sehr häufig auf Fintechs abgehoben. Genau. Warum sind die momentan als, sag ich mal, Branche so stark im Fokus? Ja, weil sie eben neue und innovative Produkte auf den Markt gebracht haben und viele Großbanken oder die haben das eben schon verpasst und das waren eben junge Unternehmen, die diese Idee auf den Markt gebracht haben. Okay, also Sie sagen praktisch, diese traditionellen Firmen, die einen gewissen Handlungsbedarf haben, versuchen jetzt auch abzukürzen, warum sollen wir uns mühsam dorthin entwickeln? Wir brauchen einfach ein Fintech auch, genau, so etwas Integriertes und machen dann mit einem Sprung sozusagen den Anschluss an die Gegenwart. Ja, könnte in der Tat ein Argument sein. Ja, okay. Letzte Frage, weil wir zuvor die Finanzkrise angesprochen haben. Adressiert bei Ihrer Arbeit dieses, dass irgendwelche bleibenden Spuren hinterlassen, konnten Sie das feststellen, dass eine gewisse Reaktion in der Gesetzgebung bezüglich Finanzanlagen erfolgt ist, die so ihren Ursprung in der Finanzkrise hat? Genau, Sie haben MiFID II gegründet nach der Finanzkrise und jetzt wollen Sie eben nicht mehr faule Kredite an Kunden verkaufen, okay, sondern dass es eben viel sicherer wird oder geworden also soll. Also hat tatsächlich eine Bewegung stattgefunden. Genau. Dass die Hoffnung, dass die Vorteile überwiegend tatsächlich berechtigt ist. Okay, das wären meine Fragen. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar haben wir jetzt gehört, dass man das kostengünstig und mit Recht Gewinn und Beiträge machen kann. Sagen Sie auch was für Studenten dann oder eher für Leute, die das abgeschlossen haben und schon ein Bildungsregime? Genau, man kann schon mit geringen Anlagesumme, Anlagebetrag dann eben schon anfangen, sprich mit 0 Euro oder 10 Euro und muss sich dann gar nicht, man legt es an, ohne sich Gedanken zu machen. Das entwickelt sich dann eben für die Zukunft. Also auch für mich. Natürlich kann das auch, kommt auch drauf an, wie risikoreich du das dann eben ausgewählt hast, ob es sehr gering sein soll oder mittel oder sehr hoch. Das kann man dann eben bestimmen. Und genau. Ja, aber klar, ich kann mit Summen starten, wo man an der Börse nichts gehört, also mit 10 Euro, 50 Euro, das ist, genau, das, wenn man eben gut, ja, wenn man gut verdient oder nicht verdient, aber wenn man halt eben das Geld aufbringen kann, wäre das eigentlich eine gute Alternative. Genau, mit. Okay. Gut, also, damit schicke ich meine Fragen los. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Genau. Sehr, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dieses Thema übernommen haben, dass Sie Ihre Masterthesis aufbereitet haben. Sie ist zweifelsohne ein typisches Wirtschaftsinformatik-Thema. Technik spielt eine Rolle, sonst gäbe es die Robo-Advisor nicht. Betriebswirtschaft spielt eine Rolle, also die klare Kombination eigentlich von dem, was möglich ist. Ich denke auch, dass sich das in der Zukunft im Markt recht intensiv entwickeln wird, sodass das durchaus eines der Betätigungsfelder für Wirtschaftsinformatik sein könnte, unabhängig davon, ob Sie jemand mehr im beratenden betriebswirtschaftlichen Bereich niederlässt. Mit Robo-Advisor zusammenarbeitet, die mit als Werkzeug nutzt oder als Informatiker auf der technischen Seite, der sagt, naja, das ist eine Area, wo ich mich ausdrücken kann, das sind Algorithmen, spielt Programme, die spielen Daten eine Rolle, die ja damit bedeutsam sind, die ich vorher sondieren muss, also die sind so die Data, haben ein sehr großes Potenzial. Sie haben gemerkt, das war ein Versuch. Wir haben das jetzt mal probiert. Wir haben im Livestream ein paar Meta-Eindrücke mit dem Neustart. Ich denke aber, dass locker die Sache insgesamt auch mal sieht, so ein bisschen, wo die technische Problematik liegt. Vielleicht auch in dem Zusammenhang mit der Roboterweise oder bestimmten Worte ergänzt werden. Also in diesem Sinne, besten Dank an alle. Dankeschön. Sehr prima. Danke für das Experiment. Schauen wir mal, hat die Batterie gereicht? Ja, ich bin gereicht. Stream beenden. Ja, dann kann man noch drücken, weil wir das Stream wirklich beenden. Jawohl. Also, das ist jetzt wirklich eine geniale Erfahrung. Sie haben jetzt ungefähr eine Stunde, glaube ich. Also eine Stunde mit dem Setup jetzt in die Batterie, wenn man die vorher neu macht. Tatsächlich.